Recht herzlich willkommen zur 128. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal Zug weggefahren, nichts mitgenommen, nicht die Top-Lösung. Da müssen wir schauen. Hier fährt er gerade, ist leer, ne? Fenster auf, ja, er ist leer. Und das kann jetzt nicht das Richtige sein, dass er bis hierhin fährt und uns da nichts mitbringt, sozusagen, ne? Und auch umgekehrt, wenn. Was hat er denn hier eigentlich? Der fährt das Mehl durch die Gegend, ne? So, jetzt fährt er wieder. Wartet aber noch auf freie Strecke. So, den haben wir ja schon offen. Da wartet nur noch Stückgut. Er hat jetzt dann ein bisschen mehr, aber ich glaube, wir müssten gucken, dass er hier voll lädt, ne? Das hat ja anders keinen Sinn. Döbelmühle Betriebshof, das ist hier. Und da wollte ich jetzt gar nicht hin, sondern ich möchte den Fahrplan ändern. Und da möchte ich hier die 100% haben. Fertig. So, der soll erst fahren, wenn da 100% sind, sonst braucht er nicht mehr fahren. Gut. Ja, der andere ist jetzt gerade raus. Da oben ist er. Was hat der geladen? Der ist voll, das ist gut. Mal gucken, wie viel denn am Bahndamm noch liegen, beziehungsweise am Bahnhof. 500 Passagiere warten da, sehr krass. Und Post wartet da auch ganz viel. Wieso warten hier 500 Passagiere? Das ist schon der Hammer, oder? Post wartet auch ganz viel. So, landwirtschaftliche Güter warten da. Gerster, nach Radolfzell, zur Mühle. Oh, nochmal Mühle. Und hier unten, was steht da? Keine Ahnung. Dresden? Betriebshof? Bin ich da jetzt irgendwie falsch, oder? Ich habe hier doch kein Dresden, ne? Naja. Ja, warum warten hier 500 Leute auf den Bus? Oder 504 sogar. Noch besser, ne? Da kannst du auch schon Zug für fahren lassen, ne? Was steht denn hier? 97 Passagiere warten. Ja, städtisch intern muss da was passieren, oder wie? Der Bus war schon richtig, ne? Hauen wir da noch einen auf die Stadtlinie, ja. Stadtbus Adolfzell, oder? Starten. Fährt die denn einer? Ja, da. Jetzt die Haltestelle, das ist jetzt der Bus. 54. Da stehen auch 107, also nur Post, okay. Da fährt dieser Bus lang. Gucken wir mal an, was der so an Passagieren damit bringt. Ja, der andere ist jetzt der andere Zug. Der fährt jetzt, ja. Was wir auf jeden Fall machen können, wir können davor noch ein Signal stellen, jeweils auf jede Seite, damit der Zug schon mal vorfahren kann bis hierhin, wenn was ist, ne? Was ist das jetzt hier? So, das können wir einmal hier hinstellen. Und einmal auch da hinstellen. Dann fahren die Züge, warten dann hier vor, dass sie da reinfahren können. Dann ist das geklärt, ne? So, der hat jetzt niemanden da drin. Und da zwei. Der ist jetzt bei der Mühle gelandet, okay. Er fährt jetzt wieder zurück. Wo ist denn der? Achso, der war gerade im Ortszentrum von Radolfzell. Und er wartet jetzt auf volle Beladung hier und fährt dann erst weiter. Gut, passt. Hier sind Wutz 84 drin, läuft, ne?
Die Frage, wo er jetzt hinfährt, wahrscheinlich hier. Und voll. So, jetzt wird er zum Rathaus wahrscheinlich. Also wenn er da voll ist, wie wir stehen dann noch? 89 Passagiere, okay. Ist auch schon fast ein ganzer Bus. Jetzt wird er hier ausnehmen, das bringt sowieso nichts. Da hat sich, glaube ich, nichts geändert. Mal schon voll und da steht dann auch... Ich glaube, da kann man das gleiche nochmal in grün machen, was wir gerade schon gemacht haben und nochmal einen draufsetzen, ne? Nein, ich wollte keine Linie. Das hat gerade gut geklappt. Ah, super. Stadtbus Radolf Zell. Wo ist er? Da. Und startet den ruhig auch nochmal. Ja, weg damit. Und der fährt auch los. Kann man auch nochmal gerade anklicken und sehen, dass der gleich zwei hat und dann wieder irgendwann voll ist. So wie der jetzt schon voll ist, ne? Folgen wollte ich nicht. Jetzt hat er mal drei rausgelassen. Fährt jetzt hier hinten. Zu welchem Gebäude hier? Wohnblock. Okay. Und da ist 89 Passagiere. Ah, okay, da sind kaum Passagiere. Passt. Das ging dann noch, weil Bus hat noch zwei Plätze frei. Gut. Hier nix geholt. Fährt jetzt zum Dingens hier, zur Mühle. Und da kriegt er wahrscheinlich schon Passagiere. Gut. Er wartet noch voll. Hat 130, die Hälfte mal gerade. Das läuft. Und hier sind schon 92 drin, ne? Achso, nee, der war der neue. Ja. Der hat jetzt 3. Ist hier am Fahren. Jetzt wird er schon voller. Nee, noch nicht mal. Er hat einen abgesetzt. War da niemand am Warten? Okay, einer ist schon wieder da, nachdem er weggefahren ist. Und dann war es die nächste Haltestelle, wo der viele warteten, ne? Ja, kommt da gleich hin. So, und hier kommt jetzt die Beladung an der Stelle, ne? Oder? Ja, voll. Super, ne? Läuft. Wo ist er jetzt? Okay, ist da oben lang gefahren. Ja, ist schwierig mit dem Bus, ne? Müsste man das ein bisschen anders gestalten vom Fahrplan her? Gute Frage, ne? Ja, da oben hat er immer noch nicht voll. 156, er fährt immer noch voll. Und da haben wir gar nicht... Ah, das Problem ist hier, da können wir auch gar nicht voll machen. Weil wenn wir da voll laden, würde er den Bahnhof für ihn immer blockieren. Dann müssen wir da auf den zweiten Bahnsteig da bauen. Ja, das müsste man noch überlegen, dann da unten, ne? So, hier im zweiten Bahnsteig einführen. Ist sowieso riesengroß, ne? Kannst du abreißen. Ist ja alles nicht mehr vonnöten. Tja, wo machst du den Bahnsteig dann hin? Hier? Müsste man überlegen, ne? Aber zurzeit würde ich noch nicht mal das machen wollen, weil der ja fährt, ne? Muss man beobachten, wie viel er da kriegt immer. Zurzeit sieht es immer nach voll aus. Der Hof hat einige Felder. Und sieht auch so aus, als ob da noch immer nachkommt. Er ist wieder voll, ne? Hafen Dresden Betriebshof. Das ist sein Heimatort oder was, aber
Das wäre. Nee, ist das nicht. Der fuhr hier unten los, ne? Von da. Der müsste so heißen, wenn, naja. Gut, hier sind unsere Busse unterwegs. Fast voll beide. Der eine hat 90, der andere ist voll. Werde jetzt so. Brauerei, große Brauerei raus, oder nicht? Ist schon auf dem Rückweg. Fährt aber voll. Beide voll. Und dann gibt es ja noch auf der Linie auch noch einen mehr, ne? War nicht nur einen. Zwei, ja. Der noch. Fährt auch fast voll durch die Gegend. Und der noch. Auch nochmal 54. Tja. Die könnte man auf jeden Fall durch Doppeldecker austauschen und wäre immer noch reichlich unterwegs dann einzusammeln. Ja, alles voll. Ich glaube, wir setzen da noch einen drauf. Kopieren den, starten die beiden und setzen die beiden auf nicht laden. Bis sie leer sind und dann ausgemustert werden, ne? Ich habe hier keine Stadt, die Dresden heißt. Das ist ein Anzeigefehler, oder? Das interessiert mich auch, ob die nochmal rauskommen, da die Fahrgäste dann. Wo steigen die aus? Gute Frage, ne? Werden sehen. So, das hier oben kann erstmal zu. Und wann können die zu, wenn sie leer sind? Passiert noch nicht. Er auch erfährt, er ist voll. Gerade losgefahren. Und er hält da noch an. Gucken, wer sich den Bahnhof als erstes reserviert. Wahrscheinlich der Andra. Dieser. Oder? Wir werden es gleich sehen. Knappes Rennen, aber der untere gewinnt. Ja, sieht so aus. So, der ist entladen, dann läuft das auch. Er fährt ja jetzt wieder raus. Dann ist er schon mal erledigt. Und bei ihm, der wird hoffentlich jetzt auch wieder voll kriegen. Und das muss ich so einpendeln, ne? Ist so. Der ist auf jeden Fall voll. Das lassen wir mal so laufen. Gucken lieber nach den Bussen hier nochmal, die da gerade sind. Und hier müssen wir oder können wir was abreißen, denke ich. Das ist alle über. So, er hat noch 38 drin und 46. Hier 92, da 87. Läuft auf der Linie, ne? Sind noch die zwei anderen Busse, die ich mir gerade noch angucke, dann. Oh, die fahren wahrscheinlich auch schon voll rum, ne? Noch nicht ganz. Aber das wird nicht lange dauern, dann sind die voll. Das interessiert mich hier. Was die beiden für
Bushaltestellen anfahren, ja. Der ist ja jetzt noch nicht unterwegs, ne? Folgen wir den doch mal. Radolfzell, Kaiser-Franz-Gasse. Hat er keine mehr, oder? Das ist jetzt Radolfzell Jupiterweg. Da sind vier Leute, die jetzt weg sind. So, das ist jetzt der untere gewesen. Ah, wir haben hier eine definitiv falsche Information hier oben. Keine Ahnung, woher die rührt. Auf jeden Fall ist da einer ausgestiegen, der zu diesem Betriebshof gehörte. Also der geht auch weg, dann ist das auch weg und dann ist das erledigt. Ne, da ist immer noch da. Keine Ahnung warum. Aber warte mal, hier oben steht das mit dem Betriebshof. Da oben ist es. Radolfzell, ne, dieser. Sehr interessant, ne? Ja, dann ist das da so. So. 11, 92, 92, 92. Ach so, das ist ja auch noch ein kleiner, oder was? Ah ne, die haben sich nur gerade gekreuzt, deswegen sah das so aus. Alles klar. Radolfzell muss noch hier zur Oststraße und zum Rathaus. Wo ist die Oststraße? Gute Frage, ne? Verdammt voll, ne? Okay, jetzt muss er aber langsam zum Ziel kommen. Ostdeutsches Rathaus, nicht Oststraße. Ostdeutsches Rathaus ist das. Also er entlädt jetzt uns dann raus aus der Sache. Ach so, wir hätten jetzt hier. Oh ne, ist er doch noch nicht, oder was? Weil da noch vor ihm einer war. So, jetzt hält er an und ist leer. Doch nicht. Warum ist der jetzt nicht leer? Das verstehe ich nicht. Sehr dubios. Ja, ich glaube, wir müssen da nochmal was optimieren. Bei dieser Route hier. So, jetzt muss er aber zum Rathaus machen. Nee. Jetzt kommt das Rathaus. Jetzt sind sie alle weg. Der ist durchgefahren. Oder? Doch nicht. Aber er entlädt nicht. Warum
macht er das nicht? Jetzt oder was? Die haben bestimmt so ein Sightseeing-Tour-Ticket gehabt oder sowas. Immer noch dran. Warum entlädt er da nicht? Weil er da nicht entladen kann oder was? Falscher Bahnsteig? Die bleiben da immer drunter sitzen. Gut, dass wir das jetzt so gemacht haben. Jetzt lassen wir nochmal schnell laufen gerade. Zu gucken, ob es nicht doch noch passiert, dass die aussteigen. Nee, die steigen nicht aus. Da ist irgendwas faul im Lande. Die 44 bleiben da auch sitzen. Das ist der Punkt, warum es nicht funktioniert. So, dann müssen wir uns die Linie nochmal angucken. Machen wir hier die Verfolgung aus und gehen mal hier einen Schritt nach dem anderen durch. Das ist da. Ist das richtig? Also da ist der Postkasten, da ist die Bushaltestelle. Ich glaube, das ist so richtig. Das ist auch richtig. Das auch. Das ist auch richtig. Das passt auch. Das ist richtig. Das passt. Das passt. Das passt auch. Passt. Das passt eigentlich auch. Hier ist er jetzt, ne? Nein, doch nicht. Ja, das ist jetzt mir schleierhaft, warum die da nicht aussteigen, ne? Zack, verkaufen. Zack, verkaufen. So, jetzt ist natürlich die Frage, was ist mit den Bussen? Bleiben die da aussitzen? Hier ist nur einer drin. Das heißt, die müssen alle ausgestiegen sein. Wer weiß, woher der Bug kam. Einer und 10. Das ist natürlich schwache Ladung. Geld verdienen die aber. Ja, die sind am schlechtesten wahrscheinlich. Weil der gerade irgendwem anders hinterher fährt. Oh, die fahren zu dritt hintereinander, ja, deswegen ist da auch keiner drin. Ja. Der ist der Erste, der fährt gerade weg. Der ist der Zweite. Und der ist dann der Dritte. So fahren die hintereinander her. Und er sammelt immer noch welche ein. Der ist aber ganz woanders, ne? Ja, müssen wir gerade mal gucken. 8-2. Der ist jetzt voll, das heißt, er kriegt wieder ein bisschen mehr. Aber hat er jetzt nicht wirklich mehr gekriegt. Okay, der ist schon da und war wieder voll und er kriegt jetzt noch ein paar dazu.
So, und er aber nicht, ne? Weil der ist ja nicht voll, dann fährt er leer dahinterher. Ist die Frage, wo es relevant ist. Bei den 500, die es da irgendwo gab, ne? 32, 19, 20, 12. Hier gab es ganz viele, ne? Das ist auch irgendwas Feuerlandzeiger. Also der hier ist ja der letzte. Der fährt zu wenig Fahrgäste, ne? Den schicken wir mal zum Depot, ne? Dem nützt das ja nichts. Und da wartet man immer das Depot nochmal raus und macht nicht laden. Weil das wäre ja jetzt doof, dass der eine da nicht mehr abgeliefert wird dann, ne? Machen wir den noch raus. Wo muss denn der hin? Welchen Weg? Da ist er raus und dann kannst du ihn zum Depot schicken. Erledigt. Weil der ist ja nicht ausgelastet, dann ist das das Problem. Aber was war mit unseren 500 Fahrgästen hier unten? Oh, die sind jetzt auch nicht mehr da. Okay. Dann ist das halt so. Der hat das Depot erreicht, alles ist gut. Ja, die lassen mal so fahren, die drei. Er sammelt immer noch hinter dem dann ein. Und das ist halt so dann erstmal. Ja, gut. Ist hier gerade die Ernte zugange oder wie ist das? Sieht so aus, ne? Oktober passt. Gut. Jetzt können wir gerade noch einmal kurz schauen, was unser Zug da unten macht. Der wartet auch vor der Beladung. Okay, das passt. Und wie sieht es bei dem anderen aus? Der kommt gerade. Kommt mit 0 zurück. Das ist aber normal. Hat aber auf jeden Fall gut Bezahlung gehabt. Und fährt auch wieder voll zurück. Gut, alles klar. Dann würde ich aber auch sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.